Das hier ist das Zeichen für Fuß, Bein, Schritt, Gang, Ergänzung und auch viele, viele weitere Bedeutungen wie genügen, wert sein, zufrieden sein, Schüler kann es auch heißen, Hilfe. Also hat auch ganz, ganz viele Bedeutungen. Hauptbedeutung allerdings ist Fuß, Bein, Schritt und Gang. Das sind eigentlich so die Hauptbedeutungen, die dieses Zeichen hat. Denn die erste Kunlesung, die wir hier haben, das Ashi. Ashi ist die Vokabel, die man im Japanischen allgemein eben auch für den Fuß benutzt. Ashi ga itai, mir tun die Füße weh oder die Beine weh, geht beides. Und die zweite grundlegende Kunlesung, die wir haben, ist das Ta, wobei es da wieder einige Okurigana gibt. Also das ist dann sozusagen ja, entsprechend Verben oder Adjektive, die entsprechend dann daraus gebildet werden. Und das kann dann eben sein zum Beispiel Tashi, Tashi oder Taru oder Tariru oder Tasu. Ja, das kann zum Beispiel das Tashi entsprechend heißt Ergänzung oder Hilfe, da kommt also diese Bedeutung her. Das Tarilu ist genügen oder wert sein, zufrieden sein. Das Talu ist auch genügen oder wert sein, das eine ist eben intransitiv, das andere transitiv. Und das Tasu ist hinzufügen oder addieren, das kann das Ganze also auch heißen. Ja, und als einzige Onlesung, die wir dann auch noch haben bei diesen Zeichen, ist es entsprechend Soku. Soku. Ja, von der Strichreihenfolge her nicht so schwer. Wir haben oben ein Zeichen, was auch noch demnächst kommen wird. Die ersten drei Striche, das ist der Mund. Der da oben drüber ist, der geht so, diese ersten drei Striche. Dann macht man diesen senkrechten Strich nach unten, setzt hier horizontal diesen fünften Strich dran, macht dann hier so einen von rechts oben nach links unten sechsten Strich und geht von dort dann aus und berührt da den vierten Strich, den man gezogen hat, mit diesem letzten siebten Strich. Für mich sah das immer so ein bisschen aus wie so ein Mensch mit einem riesigen Kopf hier und den ausgestreckten Armen, der auf so einem ja, schrägen Stuhl sitzt und so und hier die Beine ausstreckt. Also so habe ich mir das dann gemerkt. Also mit den ausgestreckten Beinen ist es also Bein oder Fuß, dieses Zeichen. So hatte ich mir das ursprünglich mal bildlich versucht zu merken. Noch einmal zum Mitschreiben und Mitzählen entsprechend. Die sieben Striche sind also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist das Zeichen. Ich habe mir auch hier drei Komposita rausgesucht, wobei wir da zweimal die Kunlesung und nur einmal die, ja, die Onlesung haben. Und zwar habe ich als erstes zusammen mit dem Zeichen für Geräusch mir das Ganze rausgesucht. Zuerst das soeben gelernte Zeichen und dann das Zeichen für Ton oder Geräusch. Das Ganze liest sich dann zusammen Ashioto, Ashioto. Und das Ganze bedeutet dann eben das Geräusch von Schritten. Geräusch von Schritten. Ja, dann ein zweites Kompositum, was ich rausgesucht habe. Da haben wir dann mal die Onlesung Soku. Ist zusammen mit einem Zeichen, was auch ziemlich wichtig ist, was später kommen wird. Da bin ich mir auch mit der Strichreihenfolge manchmal nicht so sicher. Sieht auf jeden Fall letztendlich so ungefähr aus. Ist sozusagen das Zeichen für Nicht, für Verneinungen. Und dann mit dem soeben gelernten Zeichen für Bein, Fuß. Und das liest sich dann Fusoku. Fusoku. Und das Ganze ist dann Mangel oder Knappheit. Da geht es dann also weg von diesem, von dieser Bedeutung Fuß und Bein, um zu zeigen, dass es eben auch was anderes sein kann. Mangel, Knappheit. Und als letztes Kompositum habe ich mir noch zusammen mit dem Zeichen für Hand das rausgesucht. Da wird es dann auch wieder Kun gelesen, beides, entsprechend die Hand Te und der Fuß wieder Ashi. Dementsprechend liest sich das Ganze dann Teashi, Teashi. Und das bedeutet dann eben Hände und Füße. Logischerweise Hände und Füße oder allgemein zusammengefasst Gliedmaßen. Die Gliedmaßen.
Tiashigaitai, mir tun die Gliedmaßen weh, sozusagen. Kann man sagen, nachdem man beispielsweise viel gearbeitet hat oder so. Ja, und das soll es dann aber auch gewesen sein für dieses Zeichen.